damals, als ich den Reiter hatte und Schneider von Jan aufnehmen von der Novize in den Reiter, hat er bei mir sofort eine Rolle können spielen. Hat den so, was heute modern ist, Schütze geblockt, hat Pass unterfangen und vor allem seine Schnelligkeit war unglaublich gewesen. Im 2003 ist der Schweiz in der ersten Mannschaft gekommen. Der war bei den Junioren, der hat seinen Platz verdient bei uns in der ersten Mannschaft. Von Anfang an war er ein Kämpfer, der hat immer gemacht, was wir jetzt wollen oder erwartet von ihm. Und das war ein riesen Plus für die Mannschaft. Robert, den Pack zurück, Schneider und die Zuger ganz das demütigt und entzettet sie mit dem 4:0 nach 42 Minuten. Er ist ein extrem offener, kommunikativer, eher ruhiger Typ. Aber zusammen waren wir auf dieser Linie mit zuerst mit Grabri und nachher mit Steiner, die extrem Druck machen können, sehr schnell, vor allem er, einer der schnellsten Spieler gewesen. Und so haben wir eigentlich unsere international durchsetzen können. Tut mir leid, aber kommen wir eigentlich den Asterix zu sehen. Extrem trickreich, hoher Power, nicht nur auf dem Eis, auch auf dem Golfplatz. Dann hat er die Bälle hintergeschlagen, verrückt. Schlau und pokertisch und ein riesen Teamplayer. Ich glaube, er hat damals den Asterix Dorf zusammengehalten und er hat die Mannschaft zusammengehalten als Captain. So ist es jetzt mit ihm vergleichen, aber ich weiß warum. Es geht nicht um den Helm. First time I met Fabian Schneider was playing against him. I remember like a fast energy guy all over the ice. Had the opportunity to play with him for 10 years and then as well kind of coach for a few years and really realized like deep down what a character kind of person he is. Always kind of neutral, very mild-mannered, never too high, never too low, but kind of a constant in the dressing room for his teammates and for everybody around him. So just a solid character person. Und hat die Nordkurve eine Identifikationsfigur, so wie es unser Sportverein noch nie in seiner 53-jährigen Vereinsgeschichte erlebt hat. Dein Kampf, deine Emotionen und deine Leidenschaft haben dich ausgezeichnet. Und hey, Schnitz, jetzt wo du mehr Zeit hast, komm doch mal zu unserer Kurve, dann haben wir eine lustige Dynamik. Und denk daran, HOPFZ. Pleasure working with Fabio for the last 2 years of his career. First thing that pops into my head is ultimate team player. Always puts the team first, and I know he battled through injuries the last 2 years, but he never ever complained about anything. Luckily, we shared an unbelievable memory together, winning the cup title in Rapperswil, and that's a memory that I will always remember. And wish you all the best, whatever you're up to after your hockey career. And it was a pleasure working with you. Liebe Fans, Nummer 57, der Fabian! Liebe Schnitz, lieber Fabian, wir dürfen dich heute nach einer langen Wartezeit endlich die Bühne verabschieden. Es ist für uns allen ein Dankeschön an einen langjährigen Spieler, an eine Identifikationsfigur vom EVZ, ein Vorbild für viele junge Menschen, ein wahrer Teamplayer. Ein Dankeschön an einen grossartigen Mensch und Freund. Ab heute bist du hinter der Spielplatzkurve Teil von der Wall of Fame. Und wirst damit für immer mit dem EVZ in den Postentrainer verbunden bleiben. Damit auch du in deinen Heimen immer der EVZ präsenter wirst, möchten wir dir zwei Geschenke überreichen. Erstens, dein letztes gespielte Dress aus dem Jahr 1920. Und zweitens, ein speziell für dich erstelltes Bild.
Es ist eine gestalterische Umsetzung von deinem Goal für uns alle berührendste Moment. Dein Goal am 13. April 2017. Dein Goal am 13. April 2017 im Playoff-Finale. Es berührt einerseits, weil es der Ausgleich in der Playoff-Finalserie in der Verlängerung bedeutet hat und die ganze Stadt, die ganze Region in Ekstase gesetzt hat. Und andererseits, weil es genau der richtige Spieler erzielt hat. Und praktisch nur du das Goal überhaupt können erzielen. Das Bild beschreibt für uns alles, was dich auszeichnet. Kampf, voller Einsatz, nie aufgeben und das für deine EVZ. Lieber Schnitt, wir danken dir für deine langjährige Klubtreue und deinen Einsatz für unsere EVZ. Das ist dein Applaus. Weil deine letzte Saison 2020 abgebrochen worden ist, hast du nur 3 erfüllt. Du hast deine Profikarriere bei uns gestartet, hast über 10 Jahre bei uns gespielt und hast deine Profikarriere beim EVZ beendet. Mit dem Abbruch ist dir als Teil der Mannschaft aber auch die Chance verwehrt worden, das 4. Kriterium der Schweizer Meister zu erreichen. Wir wissen nicht, ob wir 1920 Meister geworden wären. Wir glauben aber fest daran. Und selbst wenn nicht, so sind wir der Auffassung, dass wenn ein Spieler Spieler 17 Jahre ununterbrochen für einen einzigen Club gespielt hat, Kriterien für die Teilnahme nicht erfüllt, dann gilt es für den Club, die Kriterien für die Teilnahme anzupassen. Lieber Schnitz, du gehörst für uns zu den Spielern von der Teilnahme, zu Spielern wie Philipp Neuschwander, André Kürzi und Patrick Fischi, für die wir jetzt alle hier herzlich wünschen gewesen. Zu diesem Anlass übergeben wir den Stress von der Retired Numbers und ziehen deine Rückennummer als Hallendach von der Bosse der Rede. Lieber Schnitz, im Namen von ganzen EVZ, allen unseren Fans und Zuschauern, danke dir für 70 Jahre Klubtreue, Einsatz und Leidenschaft. Danke, danke.
ganzen EVZ, Familie, Fans, alle, die da sind. Vor allem meiner Familie, was ihr alles gemacht habt, für mich, für uns alle, es wäre unmöglich gewesen. Ohne euch, danke vielmals. Eine ganze Gratulation an die erste Mannschaft, an den ganzen Verein, speziell den Damen, das Coaching-Staff und alle, was ihr macht, ist unglaublich. Ich hoffe, es geht so weiter und ich wüsste nicht, wer es ist. Ja, und das wär's eigentlich. Ich genieße jetzt das Spiel mit meiner Familie, mit meinen Freunden hier oben. Ich habe ein Bier in der Hand und durch die 2 Stunden sicher da sein. Und hoffe, EVZ, für immer. Danke vielmals.